Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unspielbar. Das ist die Rubrik, in der wir unsere Kollegen mit furchtbaren Stellen aus noch furchtbareren Spielen quälen. Viel Spaß. Unspielbar. Und das ist der Gladiator der heutigen Folge, Etienne Gardet. Freust dich schon richtig, ne? Und du willst bestimmt wissen, welches Spiel du gleich spielen wirst. GTA Vice City. An sich ganz geil, ne? Ja. Aber folgende Mission. Demolition Man oder zu Deutsch Schutt und Asche ist eine dieser GTA-Missionen, in denen ihr etwas fernsteuern müsst. Und Fans wissen, was das bedeutet. Frustration. Mit einem kleinen Helikopter müsst ihr 4 Bomben an Fässern innerhalb eines 4-etagigen Gebäudes anbringen. Das Nervige daran, ihr kommt nur übers Erdgeschoss rein und raus, euer Helikopter hält nicht besonders viel aus, überall laufen Bauarbeiter und Polizisten rum, die den Heli mit ein paar Schlägen in Flammen aufgehen lassen. Es gibt ein Zeitlimit von 7 Minuten und, um das Ganze perfekt zu machen, steuert sich der Heli natürlich viel zu kompliziert und ungelenk. GTA in allen Ehren, aber diese Mission ist einfach scheiße. Okay, rein in den Top-Fun-Wagen. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Tut's nicht. Sieht furchtbar aus. Du musst, also du kannst neigen und dann bist du schneller. Alter. Alter. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Das tut mir leid. Das ist furchtbar unangenehm, oder? Das ist jetzt schon unangenehm. Alle um mich herum merken gerade, oh Gott. Hä, was will der denn? Ach so, der findet das natürlich nicht cool, dass ich... Ey, Typ! Muss ich da in diesen rosanen Kreis rein, oder was? Du kannst den umfahren. Pass auf, es gibt 4 Bombenplätze. Alter, da muss eine Bombe rein, ne? Da muss eine rein, aber der Timer startet in dem Moment, wenn du die erste Bombe abwirfst. Also solltest du versuchen, eine weiter oben zu nehmen, für die erste. Moment, ich habe das noch nicht so ganz mit der Steuerung gecheckt. Also ja, hier geht's. Du kommst aber rein. Es ist die Treppe. Über die Treppe kommst du in neue Stockwerke. Aber wo sind denn die Bomben? Da am Anfang, bei dem Auto, oder? Nee, also zumindest da, wo die gelben Vierecke sind, auf dem Radar. Ja, falsch, sorry. Oh. So. Was ist denn das für ein Hubschrauber, der automatisch immer an Höhe verliert? Achso, hier bin ich falsch. Ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. Gott, ist das eine Kotzsteuerung. Ich raff's nicht. Ah, da, die Pfeile, jetzt raff ich's. Okay, Moment. Leute, ich hab's gleich. Mein Gehirn muss das raffen, das nach oben und unten und nach vorne und so. Hier ist drehen. Da ist drehen, so. Boah, ist der langsam. Der langsamste Hubschrauber der Welt. Vor allem so auffällig, die Story macht überhaupt keinen Sinn, die Mission. Mit so einem Hubschrauber, der immer wieder die Straßenseite wechselt. Ja, und Dynamitstangen transportiert. Na, es ist GTA. Jetzt, oh Gott. Okay. Also, bisher hält er sich eigentlich ganz gut, ne? Muss ich auch sagen. Es ist halt auch einfach eine absolut dreckige Mistmission. Denk dran, dass die weiteren Stockwerke musst du über die Treppe erreichen. Sonst wäre es nämlich zu einfach. Linke Maustaste, ne? Vielleicht ein bisschen höher fliegen? Das schafft er nicht. Ich hab gar keinen Verständnis. Aber dann weiß er ja schon mal, wo die anderen Bomben sind. Weil eigentlich ist es natürlich sinnvoller, glaube ich, erst zu den... Wow. Das war's! Die erste Runde, die erste Session, da brennt er. Das war aber gar nicht so schlecht. Wie, man muss das schaffen, ohne irgendwas zu berühren? Du musstest, naja, ohne irgendwas, du bist ungefähr 30 Mal gegen die Wand gefahren, aber, also es war schon okay, es war echt okay. Aber jetzt müssen wir irgendwie die Mission neu starten. Denn du musst natürlich so lange neu starten, bis du es schaffst. Nicht eher, ach Leute, das ist doch Kotze. Ja, okay, ihr habt euren Punkt klar gemacht, kann ich jetzt gehen? Im Innern, weil man so versucht mitzusteuern und sich wundert, warum bewegt sich der Helikopter so dämlich. Okay. Ah! Alter.
Es ist so kacke, ey. Ey, ohne Scheiß, ich hasse dieses Format. Unspielbar. Sowas versaut einem doch einfach nur das Leben. Hä, hier ist ja gar nichts. Was sollen denn die dummen Bauarbeiter da? Ja, aber wo sind denn die anderen Punkte? Wenn jemand mit einem Hammer sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Du kannst sie auch einfach, genau, einfach kurz oder jetzt einfach weglassen. Ja, die bringen sich selbst um, wenn die, genau. Bisschen noch in den Kreis rein. Und dann linke Maustaste. Ja, okay. 5 Minuten noch für 3 Bomben. Das ist machbar. 1,20 oder so pro Bombe noch. Ach, da muss man noch höher. Ihr seid ja bescheuert. Alter, das ist unmöglich. Das aber ist ja... Da oben ist auch noch... Man muss jedes Mal wieder zurück, die Bomben hoch. Ja, ich weiß. Das ist doch albern. Jetzt mal ernsthaft. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Jetzt mal ernsthaft. Das ist der absolute Hades der Videospiele. Das ist so doch schlimm. Wirklich... Es muss verboten werden. Ich bin auch dafür, die Mission muss nachträglich rausgenommen werden und irgendjemand muss dafür Ärger kriegen. Theoretisch kann man es wahrscheinlich sogar auch in den zweiten Stock oder so schaffen. Thomas ist da. Das ist so lächerlich, wenn er nach vorne... Welcher Hubschrauber verliert an Höhe, wenn er nach vorne fliegt? Alle. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, doch. Ja. Ja. 3 Minuten, 2 Ziele. Du kannst es schaffen. 1,30 pro Bombe. So, komm. Vor. Das ist zu viel Zeit. Alter. Das wird nichts mehr. Aber 3 Bomben, glaube ich, sind realistisch. Oh, shit. Oh, das macht wütend. Okay, Konzentration. Guck dir vielleicht vor dem Timer, vor der ersten Bombe, guck dir doch vielleicht mal alles an. Das Problem ist nicht zu wissen, wo die Spots sind. Das Problem ist die Steuerung. Ich weiß, also ich will es auch nicht. Aber du kannst viel umgehen, indem du am Anfang schon die Wege kennst. Ich mich krank melde das nächste Mal. Okay. Das sieht gut aus. Sehr souverän, wie du gerade ausfliegst. Genau, genau. Du kannst auch gleich noch einen Stockwerk höher fliegen, wenn du willst, weil da ist ja dann auch noch eine. Dann hast du die schon hinter dir. Ein Polizist! So hoch! Da vorne! Aber jetzt wissen wir zumindest, wo welche sind. Das ist super interessant. Jetzt wissen wir bis auf die letzte alle, wenn die jetzt hier irgendwo ist. Wenn du kurz anhältst, genau, dann kriegst du die alle. Perfekt. Also vielleicht ist hier jetzt auch schon laut. Also hier ist auf, hier ist das letzte, die letzte Bombe. Muss hier hin. Auf dieses Stockwerk. Zumindest laut. Ja. Okay, so langsam kommt alles zusammen. Wir müssen also nur maximal 3 Stockwerke hoch. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Ja! Okay, 2 Bomben, 3, du bist besser als das letzte Mal, 3,50 noch. Kann man eigentlich fast 2 Minuten sagen, pro Bombe. Natürlich muss man die jetzt holen, aber 1 Minute holen, 1 Minute abliefern, 1 Minute holen, 1 Minute abliefern, das zweimal, das müsste machbar sein. Die Polizisten. Ah, du musst aufpassen, die killen dich. Oh Gott, ich glaube, er stirbt vorher. Ich glaube, er explodiert.
am besten einfach Luftlinie. Genau. Oh Gott, ich sterbe vor Aufregung. Oh, ist das eine Scheiße, ey. Aus. Ey, du machst das mittlerweile richtig gut. Die verfolgen dich bis dahin. Das ist gar nicht mehr ihr Tanzbereich. Egal, versuch die dritte Bombe einmal abzuliefern. Das kann... Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das unfair. Oh, das kann man doch keinem antun. Das ist ja beim Zusehen schon Folter. Aber Ede, ohne Scheiß, du warst diesmal richtig gut. Ja, halt's Maul! Der Top-Fun-Wagen, ey, das ist so albern. GTA is the greatest game ever! So great, you can walk around and drive cars, you can shoot people, it's so awesome! And you know, it's critical to society because it's so funny. It's GTA! And people talk. Talk. The dialogue's so cool. Fokus. Du hast das Ziel verfehlt. Was? Sehr gut. Aber es ist schon deutlich besser. Ne? Man sieht auf jeden Fall, dass der Ede den Helikopter deutlich besser unter Kontrolle hat. Ich meine, es ist trotz allem noch eine dreckige Mission. Aber an der Steuerung liegt es jetzt vielleicht nicht mehr zwingend. Also, die hat er unter Kontrolle einigermaßen. So, jetzt den richtigen Abwurf. Oh, ist das, während der Typ auch noch hinterher ist, ne? Okay, so, komm. Jawohl, sehr gut. Und den Typen umgeholzt. Rechts ist die Treppe, ja. Komm! Komm! Die Steuerung! Nein, da rauf! Schon! Das Auto! Alter! Ich hab's gesehen! Aber irgendwie hast du es geschafft. Okay. Und der nächste ist im ersten Stock, das kannst du noch schaffen. Zack! Jawoll! Besser warst du noch nie. Jetzt kommt es wirklich auf jede einzelne Sekunde an. Jetzt kommt es darauf an, wie gerade man fliegt oder ob man in den Block rumfliegt oder vielleicht gerade durch. Oh, ist das spannend. Das wird auf jeden Fall ein richtig schönes Fotofinish. Wenn er es schafft, wird Etienne Gade die Legenden seines Lebens schreiben. Das Neckermann-Turnier wird auf Platz 2 nur noch sein. Platz 1 wird das sein. Dieser große Erfolg, diese aufbrandende Stimmung, die kam, nachdem er es geschafft hat, alle 4 Bomben zu platzieren. Wer hätte gedacht, dass Etienne Gade dazu fähig ist? Eddie, der Abrissprofi. Los, 20 Sekunden. Ich zähle jetzt runter, um den Druck noch zu erhöhen. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, du schaffst es, 12. Nein, du bist auf dem richtigen Feld. 10, 9, geradeaus, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es ist unfassbar, noch knapper kann man nicht verkacken. Alter, wie geil. Oh Mann.
Alter, das ist so gut. Ey, aber Ede, nimm das Positive mit daraus. Du hast es wirklich eigentlich schon geschafft. Ah, du kannst übrigens auch mit dem Helikopter vorher reinfliegen und alle killen. Aber das dauert dann halt noch länger. Du hast es, finde ich, jetzt bewiesen, dass es geht. Ai, ai, ai. Holla, die Waldfee. Ah, die beste Rubrik. Unspielbar. Den hab ich schon. Das ist halt einfach nicht schaffbar. Ey, ich weiß, es ist nicht schaffbar gewesen eben. Aber das war verdammt gut, Ede. Es war halt echt gut. Man muss von oben anfangen, sonst. Diese scheiß Steuerung. Es ist einfach nur eine Steuerungskacke. Wer denkt sich denn, das ist doch nicht cool, einfach eine Mission schwer zu machen, weil sie sich einfach beschissen steuert. Halt's Maul. Konzentration, Ede, ein letztes Mal. Okay, richtiges Stockwerk. Okay. Okay, gut. 2 Minuten für die längste ist nicht schlecht. 1,30, fast 1,40 pro Bombe. Wenn wir jetzt nicht irgendwo hängen bleiben oder noch ein glücklicher Schuss eines Polizisten ihn trifft, müsste das rein von der Zeit her jetzt echt hinhauen. Boah, Ideallinie. Ja! Ah. Digga, wir alle glauben an dich! Die ganze Game2-Redaktion hört auf zu atmen. Er schießt. Egal, scheiß auf den, du bist gleich weg. Der fällt eh runter. 2 Ziele noch. Das ist super easy. Immer noch 1,40 pro Bombe. Du bist quasi genau auf Kurs. Das passt. Das ist es jetzt. Ich sag's euch wirklich. Es kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Es kann alles schief gehen, aber es sollte nicht mehr allzu viel schief gehen. Ja. Die vorletzte Bombe und der Bauarbeiter legt sich flach. Hier ist das richtige Stockwerk. Warte, bis du drin bist. Ja, 2 Minuten für eine Bombe und das ist noch die lächerlichste. Geil, Alter. Ich bin da voller Stolz gleich. Diese Mission, ich glaube, da lüge ich nicht, wenn ich sage, zum ersten Mal in seinem Leben schafft. Aber, ja, okay. Nein! Ede, du völliger wahnsinniger Vollidiot! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Oh mein Gott! Es hat doch noch nicht mal geraucht! Entschuldigung, Ede, aber das war einfach zu gut, scheiße! Alter! Oh hey, jetzt höre ich auch ein ernsthaft hier ab. Nein, ich bin nicht. Ey. Ey, ich hab da noch nicht mal geraucht. Ich verstehe es nicht. Wieso ist denn plötzlich ein so eine Metallplanke? Ich brauche ein Kissen, mein Arsch tut mir weh. Wirklich. Es hat doch nur eine Metallplanke. Kann er mir ein Kissen geben? Was? Danke. Ey, ich verstehe es nicht. Ich wäre doch schon frei gewesen, Leute. Ich hab doch nicht mal geraucht, Simon. Der Hubschrauber hat doch nicht geraucht. Ich versteh's nicht. Ja.
Okay, 2 Minuten. Das müsste doch mit dem Puzzle zu gehen. Das ist jetzt nicht klappen. Okay, mach. 1,17. Du bist da, du bist da. Oh Mann, ob der Typ mit, wenn der Typ mit dem Hammer dich jetzt killt, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Dann hatten wir alles. Okay, okay, er schafft's. Er denkt gar nicht 40 Sekunden noch. Nein, nein, schrappt bitte nirgendwo gegen mehr. Einfach nur noch im richtigen Moment drücken. Und er drückt gleich. Und zwar 5, 4, 3, 2, 1. Und da kommt der Klick. Ja! Ja! Ja, Mann, fickt euch! Doch. Hüt euch! Hüt euch! In den... Hammer! Eddie, ich bin super beeindruckt. Man hat gesehen, dass es eine richtige Drecksmission ist. Und du hast 1000 Dollar dafür bekommen. Davon kaufe ich mir was Geiles. Oh, ist das ein Kotz. Ich bin echt stolz. Das war, ey, Hammer. Ohne Scheiß. Ich will das nie wieder sehen. Wir haben alle mit dir gefiebert. Geil. Das ist ja jetzt doch nicht schlecht. Da bist du jetzt doch nicht der Einzige, der aufgehört hat. Tienga D hat durchgestanden. Bei Unspielbar. Soll mal einer was sagen jetzt? Es war eine echte Augenfreude. Und ich finde, man hat super gesehen, wie du jedes Mal besser wurdest. Also ja, bis das eine Mal, wo die Steuerung ist halt das Problem gewesen. Aber es sind halt so viele Sachen. Dann kommt noch ein Schuss von irgendeinem Kopf, dann Bauarbeiter, dann diese kleinen Stangen mit einer Kollisionsabfrage aus der Hölle. Aber du hast es gemeistert. Komm, es gibt überhaupt nichts zu meckern. Und sogar in der Rekordzeit, also unter einer Stunde, glaube ich. Du hast es 4-mal, 5-mal versucht. Ich hätte es aber schon vor 2 Versuchen locker. Ja. Das heißt, du auch bist bei mir, oder? Das ist für Lulis. Ja, ich werde mir was Schönes ausdenken. Mal gucken, ob aber du nicht mich jetzt. Weißt du noch nicht? Nö, ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun. Ich hab was bekommen und was gegeben. Ich muss Trant auch noch brechen. Aber wir werden mal gucken, was. Oh, gerne. Ja. Das kommt dann als nächstes. Viel Spaß mit dieser Folge. Denkt an die Bimmel, macht mal einen Daumen, Kommi und so. Und schreibt in die Kommentare, welche Spiele ihr euch vorstellen könntet. Das war nämlich auch ein Tipp der Community. Und lasst mich in Ruhe. Mich auch.